Um 3:30 deutscher Zeit im ukrainischen Parlament hier in der Rada beginnt der runde Tisch. Mit dabei ist der Übergangspremier Arseniy Jatsenyuk, ehemalige Präsidenten der Ukraine wie Kutschma und Kravchuk, jetzige Präsidentschaftskandidaten und auch Vertreter der Regionen, die Kiew freundlich sind und zur Ukraine weiter dazugehören wollen. Das Ganze wird moderiert vom deutschen Wolfgang Ischinger, dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz. Wichtig und interessant ist allerdings, wer nicht mit dabei ist. Nicht mit dabei sind die Separatisten. Die hat Kiew nicht eingeladen. Kiew besteht darauf, wir sprechen nicht mit Terroristen, nicht mit Menschen, die Blut an den Händen haben. Und das ist also genau der Knackpunkt, denn Friedensgespräche werden ja normalerweise mit dem Gegner geführt. Wenn der Gegner aber nicht mit am Tisch sitzt, wird das wahrscheinlich nicht allzu viel bringen. Man spricht hier wahrscheinlich über die Probleme in den Regionen, vielleicht auch darüber, wie die Regionen mehr Selbstständigkeit erhalten können und wie man gemeinsam die Wahl am 25. Mai vorbereiten kann. Aber die große Lösung des Konfliktes wird es hier heute sicherlich nicht geben. Ich habe mit einigen Menschen heute hier in Kiew gesprochen. Sie alle schätzen das Ganze mehr als eine Showveranstaltung ein. Dafür spricht auch, dass das Ganze live im ukrainischen Fernsehen übertragen wird. Das heißt, man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass es da wirklich eine große oder brisante Gespräche gibt. Deshalb mehr eine Showveranstaltung, um den Westen zu beruhigen.